Hallo und grüß euch zu meinem neuen Video. Heute komme und zeige ich wieder ein paar Bücher, die was bei mir eingezogen sind. Und es sind wieder ziemlich viel geworden. Also da würde ich sagen, wir starten gleich los. Ich zeige euch gleich eins von einem sehr guten Autor, das habe ich zugeschickt gekriegt. Betreffend zu Weihnachtszeit ist das Buch sehr gelungen und ich freue mich dann schon irrsinnig drauf, dass ich das lesen kann. Es ist von Markus Kleinknecht, O du fiese Weihnachtszeit, böse und makabre Geschichten aus Hamburg. Ich bin schon sehr gespannt auf das Buch. Es ist jetzt nicht so dick, ja. Mich hat aber ist er dann noch ein bisschen warten damit, sodass ich es wirklich schön in der Weihnachtszeit lesen kann. So, dann habe ich die anderen Bücher immer wieder beim Spazieren, gell? Im Bücherschrank entdeckt. Und zwar ist das nächste, es ist von Tom Clancy, da habe ich schon ein paar jetzt. Im Sturm dürfte auch schon ein bisschen eine ödere Ausgabe sein, aber das macht mir in dem Sinn nichts. Seine Bücher sind immer ziemlich dick und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Dann habe ich es fast entfassen können. Ich habe einen Fitze gefunden. Wahnsinn, der ist einfach da drinnen gelingt. Passagier 23. Und ich habe mir gedacht, ja hallo, das muss ich mir ja dann glatt mitnehmen. Hat eigentlich einen super Zustand, ist nicht verkilzt oder irgendwas. Ich freue mich, dass ein Fitze drinnen war. So, und dann war natürlich die Tage, also gestern eigentlich waren wir auch wieder und ich habe wieder einen King gefunden. Einen Stephen King Desperation. Bin ich echt gespannt, von dem habe ich noch gar nichts erklärt. Ich glaube, das gehört zu irgendeiner Reihe dazu. Ja, schreibt mir sonst einmal in die Kommentare, ob das eine Reihe ist oder Einzelband, dann ich habe keine Ahnung, ich muss mich erst einmal damit dann befassen, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder ein King habe. Und das Buch war vor Jahren einmal auf der Bestsellerliste, schaut jetzt auch nicht mehr ganz so gut aus, ja, da dürfte ein bisschen ein kleiner Wasserschaden dabei gewesen sein. Und zwar jetzt um das Buch, Hanya, keine Ahnung, wie man das da, wie man den Namen da oben aufspricht, ich weiß es nicht. Ein wenig Leben. Hab viel Gutes gehört, aber auch viel Schlechtes gehört. Keine Ahnung, wie ich das finde, aber es ist ein ziemlicher Klopper, ja. Hat 957 Seiten und ich bin echt gespannt. Um was das da genau geht, ich habe keine Ahnung, aber es hat auf jeden Fall mit müssen. So, dann habe ich das Buch gefunden und alleine schon, weil es so schön ausschaut, ja, und es hat sogar einen farbigen Buchschnitt, hat mich das irrsinnig gefreut, dass, das so, dass ich das gefunden da habe. Nur wenn du lügst, kommt die Wahrheit ans Licht. Als die 37-jährige Hannah in ihr Elternhaus nach London zurückkehrt, um ihren schwer dementen Vater zu versorgen, erwartet sie eine Überraschung. Erhält sie fälschlicherweise für ihre Mutter, die vor Jahren unter mysteriösen Umständen starb. Hannah steht unter Schock, vor allem weil ihr Vater sie immer wieder um Verzeihung bittet. Weiß er doch mehr über den Tod ihrer Mutter, als er damals zugeben wollte? Ist er vielleicht sogar schuld daran? Um die Wahrheit herauszufinden, schlüpft Hannah mehr und mehr in die Rolle ihrer Mutter und ahnt nicht, dass sie damit die düsteren Ereignisse der Vergangenheit unabwendbar heraufbeschwört. Wow, das macht sich sehr, sehr spannend an und ich freue mich drauf.
So, dann habe ich auch ein Buch, wo ich die anderen zwei Teile auch schon habe. Jillian Hoffmann, Morpheus. Das sollte eine sehr, sehr gute Schülerreihe sein und ich bin schon ziemlich gespannt. Es soll ziemlich brutaler sein. Darum habe ich mir den unbedingt mitnehmen müssen. Es ist zurück. Es lebt. Es tötet. Ein Serienmörder, der korrupte Cops umbringt. Eine Staatsanwältin mit einem dunklen Geheimnis. Ein Monster, das im Todestrakt auf den Tag der Rache wartet. 3 Jahre ist es her, dass Cupido-Morde ganz Florida in Atem hielten. Jetzt schlägt das Grauen wieder zurück. Kann C.J. Lawson ihm noch einmal entkommen? Ja, ich bin gespannt. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie von der Reihenfolge her, muss ich mir das erst einmal anschauen. Aber ich freue mich auf alle Fälle, dass jetzt dort wieder daheim ist. So, und dann hat noch mitgelaufen, Türkischer Winter. Das war vor Jahren, habe ich das Buch einmal irgendwo auf Bookstagram gesehen. Da gibt es, das sind zwei Teile. Das eine ist eben so blau, so wie eben der Türkische Winter, und dann gibt es ein rosanes noch. Ja, ich glaube, dass das sogar der erste Teil ist, und das wird echt lieb geschrieben sein. So ein bisschen so schnulzig und ja, bin ja echt gespannt. Freue mich. So, dann habe ich von Rachel Joes oder so ähnlich die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Frey. Wollte ich am Anfang gar nicht mitnehmen, aber nach der dritten Woche ist immer nur drinnen gewesen und dann habe ich gedacht, okay, gut. Nimmst du es einfach mit, liest das, und weil so ist er in einem eigentlich perfekten Zustand. Ja. Wenn es mir jetzt nicht gefallen sollte, dann kann ich es ja immer nur zurückbringen. Aber ja, schauen wir mal, wie es mir gefällt. Ich habe auch keine Ahnung, ich habe keine Meinung von dem. Irgendwo einmal gehört auf Bookstagram, keine Ahnung, wie ich das Buch dann finde. Dann. Jetzt haben wir Nummer 4, bin ich so schnell. Ist auch der Wälzer, also das ist auch ziemlich dick, würde ich mal sagen. Von Lukas Fasnacht, Tartarus, ist ein Schüler, denn Wissen ist tödlich, vom Blankwelt Verlag. Und alleine, weil das Cover irgendwie voll geil ausgeschaut hat. Und ich ist irgendwo schon mal gesehen habe, und ich glaube, da gibt es ja mehrere Teile davon, habe ich es auch mitnehmen müssen. Die Welt voller Lügen ist nichts gefährlicher als die Suche nach der Wahrheit. Ein exzentrischer Milliardär will im Alleingang den Hunger besiegen. Ein Journalist stirbt. Ein geheimes Projekt namens Tartarus stört internationale Geheimnisse auf. Und ein junger Wissenschaftler muss sich entscheiden. Verhindert er durch sein Eingreifen die Katastrophe oder lässt er sie damals erst raus? Schnell, packend, aktuell. Ja. Ah, da sind ein paar Charaktere da nachher drinnen abgebildet. Ich bin gespannt, wie ich das finden werde. Ah, da sind dann die Länder herinnen. Ja, ich bin gespannt. So, dann dürfte es ein Bestseller gewesen sein. Julie Clark, der Tausch. Zwei Frauen, zwei Tickets und nur ein Ausweg. Ob mich irgendwie an das Fliegen erinnert. Wenn du hinfliegst und dann mal denkt, so, das schnappst du jetzt halt einmal mit. Eine Entscheidung, die alles verändert und es gibt kein Zurück. New York Flughafen. Ja, mal sicher. Heute wird Claire endlich ihre gewalttätige Ehe entfliehen.
Minutiös hat sie alles vorbereitet, doch ihr Plan fliegt in letzter Minute auf. Und wenn Claire in das Flugzeug steigt, wird es ihr Ende sein. Oh je. In diesem Moment wird sie von Eva angesprochen, die auf einem Flug nach Kalifornien gebucht und ebenfalls auf der Flucht ist. Im Bruchteil einer Sekunde beschließen die beiden, ihre Bordkarten zu tauschen. Doch als Claire in Kalifornien landet, stellt sie fest, dass Eva ihr nicht die Wahrheit gesagt hat. Der Tausch entpuppt sich nach und nach als Albtraum. Puh, dürfte ziemlich harte Lektüre dann sein. Ja, ist auch wieder eine Klappbroschüre und ich bin gespannt. So, dann kommen wir zu den letzten zwei. Und das eine habt ihr ein bisschen gesehen, ne? Das ist nicht zum Übersehen. Ich habe wieder ein Star Wars Buch gefunden. Schaut sich das einmal an, das sieht echt cool aus, ne? Die letzte Prophezeiung, das Ende der Jedi-Ritter. 18. Ich glaube, das ist der 18. Teil. ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, ob das eine Reihe ist. Ich nehme mal an, weil Star Wars ist ja, hat irrsinnig viel rein. Aber das hat keine Mängel, also das hat auf alle Fälle mit müssen. Bin schon echt gespannt. So, und da, das hat mich auch ans Fliegen erinnert. Das muss ich echt gar nicht erzählen. Da sind wir einmal wo hingeflogen und dann ist so einer gekommen mit so einem Art Drogentest und hat bei meiner Tasche schon drüber gewischt und das hat voll angeschlagen und ich habe schon richtige Panik gekriegt. Und an das Buch erinnert mich das irgendwie, weil durch da müsste es aus wie Tabletten oder können auch Patronen sein von einer Waffe, keine Ahnung. Erinnert mich das irgendwie dran. Auf jeden Fall ist das letzte Buch. Es ist von Olen Steinhauer, Der Tourist. Ja, die Touristen werden ab und zu wirklich viel dumm verkauft. Und ein paar nehmen die Touristen dann auch als Drogenschmuggel wahr. Und ich glaube, damit hat es dann auch ein bisschen was auf sich. Schauen wir mal an. Der Tod ist keine Option. Jahrelang hat Milo Wafer als Geheimagent der CIA gedient. Es gab keinen Auftrag, der ihm als einen der Besten nicht anvertraut wurde. Jetzt ist seine große Zeit vorbei. Er plant den Ausstieg, doch die Kompanie lässt ihn nicht los. Und so stimmt Wafer einem letzten Einsatz zu, bei dem es bald ums nackte Überleben geht. Okay, nicht ganz so vielleicht. Der Tourist ist eine filigrane, konstruierte, atemlose Hetz. Längst wird der Autor mit Genre-Schwergewichten wie John Le Carré und Graham Greene verglichen. Zu Recht. Gut, ich kenne die zwei Autoren nicht, die was da ist, mit denen was verglichen werden, aber macht nichts. Ich bin auf alle gespannt, wie das so ist. So, das sind die Bücher, die was bei mir eingezogen sind. Und ich habe was gekauft, nämlich ein weiteres Booknack. das habe ich beim Action gefunden und ich freue mich so drauf, dass ich das dann einmal zusammenbauen kann. Das war extrem günstig. Ich glaube, das hat nur 12 oder 14 Euro gekostet. Preis ist jetzt gar nicht mehr da. Aber das hat auf alle Fälle mit müssen. Und das nächste Mal kann ich vielleicht schon euch das sagen, wie es fertig ist. Gut, dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Für dich.